Ich bin Yahyet, 18 Jahre alt und ich mache mein FSJ in Freiburg in der Friedenskirche und im evangelischen Jugendwerk. Also mir war es ganz wichtig, Jugendarbeit zu machen und das habe ich da einfach voll und ganz. Und dass es danach einfach noch in der Gemeinde ist, ist total schön, weil man einfach die Themen des Lebens irgendwie einfach noch mit dabei hat. Es ist nicht einfach nur Jugendarbeit zum Spaß, um Spaß zu haben, sondern einfach auch mit Inhalten, die einfach total schön sind und wo man einfach sich Gedanken machen kann und mit den Jugendlichen Gedanken sich machen kann, was einfach total schön ist. In der Friedensgemeinde helfe ich noch bei der Konfi-Arbeit, bin mit den Konfi-Teamern in einem Team gemeinsam da am Arbeiten. Dann bin ich einfach ein Teil der Gemeinde, mach den Kirchendienst mit und bin da bei jedem Fest einfach dabei und helfe mit. Dann bin ich ja noch im Jugendwerk. Da machen wir Jugendgruppenleiterausbildung und andere Ausbildungen und haben auch einfach mit Jugendlichen machen wir Hütten oder andere Sachen, wo ich dann einfach bei der Projektplanung mit dabei bin und bei der Durchführung. Und da man einfach in den unterschiedlichsten Bereichen arbeitet und mithilft, findet man einfach heraus, was seine Stärken und Schwächen sind, die man davor vielleicht einfach nicht kannte. Und man hat ja einfach viel mit Jugendlichen zu tun. Da muss man irgendwie kreativ sein und irgendwie da neue Dinge herausfinden, wo einfach die Kreativität gefordert ist. Und dann klar, wenn man irgendwie vor einer Gruppe steht, muss man selbstbewusst sein und auch selbstsicher. Das gibt einem auch viel, das FSJ, dass man da einfach wachsen kann an sich.